Ja, hallo alle zusammen. Ich hoffe, es geht euch allen gut da draußen. Ich melde mich mal wieder aus Saarbrücken. Ich stehe jetzt in Saarbrücken. Bin hier sehr gut untergekommen. Froh, hier zu sein. Vielen Dank an alle. Ich habe die Winterzeit genutzt, um die Tanktrans zu optimieren und freue mich, euch das jetzt präsentieren zu können. So in etwa habe ich mir die vorgestellt, als ich vor 4 Jahren damit angefangen habe, die zu bauen. Ich mache sie jetzt alle auf beiden Seiten gestimmt, sind also quasi 2 Instrumente in einem, weil jedes eine unterschiedliche Stimmung hat. Spielbar entweder mit Klöppeln, zeige ich euch gleich noch ein bisschen was zu den Klangbeispielen, oder man kann es halt auch mit den Händen spielen. Entweder auf die Beine gestellt oder auch auf so einen Ring auf dem Tisch positioniert, funktioniert genauso gut. Von der Klangcharakteristik her, ursprünglich wurden die aber inspiriert von der Hang, also für die Musiker unter euch, es ist vom Klang her irgendwas zwischen Kasia, Hang und Klangschale. Also die Vibrationen sind echt, die kommen ziemlich durch. Es ist ein Orff-Instrument. Sind halt speziell so gestimmt, dass alle Töne immer miteinander harmonieren. Kann somit jeder spielen, auch jemand, der vorher noch nichts mit Musik zu tun hatte. Auf Wunsch kann ich sie euch auch stimmen, wie ihr sie haben mögt. Jedes ist ein Unikat, individuell, hat also auch jedes so ein bisschen seinen eigenen Klang. Und die Oberfläche, das ist das jetzt halt. Die sind jetzt ziemlich spiegelblank poliert und somit viel leichter zu pflegen. Also nach dem Spielen, man sieht jetzt nachher einfach mit einem weichen Tuch abwischen und einmal in der Woche oder alle 2 Wochen ein bisschen Autowachs drauf, dann können die auch mal ein bisschen nass werden. Schadet denen auch nicht. Dann gebe ich euch mal ein bisschen Klangbeispiel. Das hier ist jetzt eine, die ist auf dieser Seite auf G gestimmt, auf dieser Seite auf F. Zu spielen. Ich fange mit den Klöppeln an. Immer abwechselnd von oben nach unten. Ich spiele sie eigentlich am liebsten, wenn ich sie auf dem Schoß habe. Mit härteren kann man wiederum. Ja, geht auch. Oder mit den Händen, wie gesagt. Seite wieder ein bisschen anders gestimmt. Das wäre die, wie gesagt, auf F und G gestimmt. Dann haben wir hier nochmal eine andere. Die ist auf dieser Seite auf G gestimmt und auf dieser Seite auf A. Da hört er dann gleich nochmal, dass alle ein bisschen anderen Ton haben.
E und A gestimmt ist. Und wie gesagt, würde mich freuen, wenn ihr mir helft, das Ganze zu verbreiten. Meldet euch, setzt euch mit mir in Verbindung. Wäre ich sehr froh drum. Alles Gute und auf einen schönen Frühling und Sommer.